So, Party Hard, die 9. Folge. Und wir sitzen immer noch in diesem fucking Waldfest. Und überall ist Party. Wird Zeit, dass wir den Spielwetter. Der Bär ist wieder da! Ich mag den Bären. Da oberhalb des Dings. Oh mein Gott! Verdammt, ein Breakdance hat ihm das Leben gerettet. So, ich kann den Turm umfallen lassen, die Boxen kann ich wieder sprengen, super. Aber erstmal erledigen wir die Besoffenen. Irgendwie stört sich keiner dran, dass da Leute zermatscht wurden. Na egal. Ja. So, da unten das Polizeiauto für Leute, die jetzt erst einschalten. Die haben uns in Gewahrsam genommen, aber ein rätselhaftes Licht hat den Fahrer geblendet, den Vater unserer Freundin, die wir auch umgelegt haben. Ja, es wird langsam creepy. Es ist schon länger creepy, aber jetzt merkt man es besonders. Ja. So. Also wir erledigen jetzt erstmal die Besoffenen. Oh mein Gott! Ja gut, hier ist ja kein Polizist, der mich festnehmen könnte. Deswegen ist mir das relativ egal, dass ich jetzt die Handschellen über dem Kopf habe. Die dummer Hund, ja, genau. Der Bär ist von euch beiden der dumme Hund, genau. Komm schon, bevor er wieder wach wird. Ich dachte gerade, ich hätte da im Haus einen übersehen. Dann ist mir erst aufgefallen, dass das der Kerl war, den ich getragen habe. Auch die ganzen schlafenden Penner. Ach ja. So ein bisschen Ordnung in diese Party bringen, das hat was Spirituelles. Und wenn man da noch Leute in eine Säge werfen darf, sowieso. Also das wäre ein Spiel, das man in einer Diskussion über Killerspiele wirklich mal erwähnen müsste, weil... Ah, man ist hier ja wirklich ein Killer. Na gut, der Kerl lässt mich jetzt in Ruhe. Der Bär, ich feier den Bär da oben einfach. Der ist geil. Was für Tipps? Finden Sie eine richtige Position. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, schläft hier irgendwo noch einer? Ah ja, da oben. Man verliert ja aber wirklich schnell den Überblick, muss ich sagen. Der kleine Kreis um unsere Figur ist nicht wirklich hilfreich. So, aktuell pennt keiner mehr. Ah doch, da oben pennt noch einer. So. Aktuell pennt keiner. Sieht nicht so aus. Komm mal her. Sobald alle Schlafenden erledigt sind, kümmere ich mich um die anderen. Was
mache ich als erstes. Ich glaube, ich werde als erstes den Giftanschlag. Ja, ich mache als erstes den Giftanschlag. Ja, renn ins Gift rein. Verdammt, wieso lebt ihr noch? Ah, gut. Ah. Jetzt frage ich mich, ob man mich versucht zu verhaften. Ja, man versucht mich zu verhaften. Geh weg. Ah, nein. Gut. So, erstmal schnell weg. So. So. Schnell. Ah. Gut, hat mich keiner gesehen. Achtundzwanzig haben wir jetzt erwischt, sehr gut. Komm schon. So. Und der Polizist geht wieder weg. Sehr schön. Da doch eben irgendwo. Ach, da schläft er ja. Alter, von euch muss doch irgendeiner merken, dass da auf einmal alles voll mit Blut ist. So, mal schauen, von wo die Polizei kommt. Vom Boot, gut. So, und euch sprengen wir jetzt erstmal in die Luft. Trennt euch, habt Angst. Komm ab ins Wasser. Wenn mir wenigstens jetzt alle den Rücken zudrehen würden. Ach ja. Oh ja, da läuft die Polizei. Schnell weg. Bevor noch mal irgendeiner mich als Opfer, als Täter in Frage nimmt. Ich frag mich, ob wir wieder den Fluch brechen oder ob wir wieder in ihn verfallen. Eine interessante Frage, findet ihr nicht? Du machst das Richtige, mein Freund. Es ist anstrengend. Es war anstrengend, da sollte man ein bisschen schlafen. Ich habe als die Vermutung, dass das Rote so eine Panikanzeige ist. Und wenn die voll ist, fliehen die Leute halt. Ach, verdammt. Gehen wir halt mit dem Biker ins Wasser. Da oben die zwei, die lassen sich überhaupt nicht stören. Batscha! 1000 Leute haben wir schon getötet. Wow. Wir sind gut. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber gut. Wenn es da steht, dann wird es wohl schon in irgendeiner Form stimmen.
Ah, Polizeiboot. So, noch vier Leute. Ich sehe sie. Ich habe alle vier, die kann ich töten. So, den Disco-Kerl hebe ich mir für den Schluss auf. Ich habe einen Bär mit einem Messer gekillt. Das ist ein bisschen creepy, finde ich. Ich habe den Bär mit der Sonnenbrille und der Gangsterkette getötet. Und du störst dich überhaupt nicht dran, egal was man dir macht, oder? So, gespeichert. Mit einer viereckigen CD. Warum nicht? So, wir sind nicht nur unserer Gefangennahme entkommen. Das ist ein geiles Bild. Sondern haben auch eine weitere Party beendet. Und ich bin gespannt, wie die Story jetzt weitergeht. The Descent. A violent maelstrom. Nature has a way of bringing the most devious of minds back down to Earth. And shortly after the Sawmill Massacre, our psychopaths succumbed to the outdoors of all things. Really now, Mr. West, can we stop with the cliched storytelling? This isn't a tale from Narnia. How could you possibly know his motivations for being in that wood? Perhaps he wanted to feel closer to nature. Perhaps he was tired of killing. Just maybe he wanted to feel closer to his victims. All I know is when the cops turned up to search the surrounding areas, they turned up nothing. And this was a place right out in the middle of nowhere, so it wasn't like he could have gone far. There was only one possible explanation. He'd managed to hitch a ride out of there. You think he called the paramedics himself? Well, it makes sense, right? Splatter yourself with some of the blood at a mass murder scene and the medics aren't exactly going to be picky about who they pick up. He's bleeding, so you get him to the wagon ASAP. Of course, this particular victim was breathing a little too well for his or their own good. I guess they're going to be adding a new phrase to the ambulance protocol. Wow. Handbook. Never give drugs to a psychopath. Oh, wie heftig. Erinnert mich ein bisschen an, was haben wir hier? Pool Party. Ja, Pool Party. Erinnert mich so ein bisschen an den guten Hannibal Lecter im Schweigen der Lämmer. Oh, das ist eine geile Mucke. Feiert der Kerl da unten rechts oder ist er beim Absturz? Naja, wir helfen ihm. Dürfte ja nicht so lange dauern, bis er unten ist. So, was haben wir? Finden Sie eine richtige Position, haben wir schon. So, was haben wir hier? Menschen aus dem vom Dach werfen. Ja gut, eigentlich ist das, wenn man es so will, dieselbe Mission. Dieselbe Mission, wo wir mit der Tanzfläche waren, nur diesmal halt mit einem Pool. Hui! So, die Tippi-Bar, was kann man denn dort machen? Bungalow umbrechen, okay. Ich stelle mich mal lieber nicht davor. Gehen wir mal in Deckung. Einen haben wir erwischt, wir sind chlorreich. Na, ein paar sind ein bisschen am Kotzen, der Leibwächter da auch. Alter, der Kerl wäre gleich verreckt. Ja, ich mach das nicht mit Absicht, ich schwöre es. Ja, ich sehe keinen Unterschied zu eben.
Bleibt von meinem Hintern weg! Was war das jetzt? Der hat vor mir gestanden. Oh, fuck, ich hab den wegen dem scheiß Busch nicht gesehen. Eben hat er sich doch auch nicht an mir gestört. Warum jetzt? Ich hab gar nicht drauf geachtet, ob immer einer da unten hängt. Ja, sieht so aus. Wieso tanzt du? Schnell weg. Da oben an der Tippi-Bar ist einer. Ah. Irgendwie kann ich da noch nichts durchschneiden. Rauchgranaten machen sie unsichtbar. Und abwärts. Da läuft ein Skelett rum. Genau, sie ist der Mörder. Ach ja. Wie schön. Wieso ich? Ich hab nichts getan, geht weg. Alter, du hast schon einen auf den Schultern, lass mich in Ruhe. Da hat sich zwei über die Schultern geworfen. Also die Polizisten dort sind echt tough. Okay, ein Versuch noch. Weil die letzte Folge so lange gedauert hat, letzter Versuch. Okay, ich wollte eigentlich runterrutschen, hab aber scheiße gestanden. Naja, das war's dann auch für diese Woche. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Es macht schon Spaß. Es ist halt wirklich makaber. Aber wenn wir bei uns auf dem Kanal keine makaberen Projekte hätten, wo wären wir dann? Danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so... Ja, danke, dass ihr da seid. Anders kann man es nicht sagen. Okay, wir sehen uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.